Ja, so, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Wir haben heute einen spannenden Vers vor uns, Offenbarung 12, Vers 3. Vorher wollen wir gemeinsam beten und dann geht's direkt hinein. Lass uns niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können. Bitte schenkt uns deinen Heiligen Geist, dass wir begreifen, was du uns sagen möchtest. Und dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist, dass wir auch die Strategie des Feindes erkennen und dass wir Nutzen ziehen können für unser praktisches Leben, aus dem, was wir erkennen, was wir studieren. Sei du mit dem Heiligen Geist gegenwärtig und führe uns in alle Wahrheit nach deiner Verheißung. Amen. So, Offenbarung 12, Vers 3. Ohne lange Wiederholung, wir haben uns ja die letzten drei Wochen beschäftigt mit Offenbarung 12, Vers 1 und 2, mit der Frau der Gemeinde, die bekleidet ist mit Sonne, Mond und Sternen, die sie um sich herum hat und die dann in Wehen war, Schmerzen der Geburt. Und dann in Offenbarung 12, Vers 3 heißt es, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter was? Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Ich glaube, der Vers ist gut bekannt, wie alle Versen auf Offenbarung 12, aber meistens liest man so ein bisschen drüber, weil man ja sowieso schon da so eine generelle Auslegung hat. Wir wollen uns heute ein bisschen mal konkreter Gedanken machen, allein über diesen Vers. Jetzt, was können wir erstmal rein von der Beobachtung her feststellen? Wir haben erstmal ein anderes Zeichen, was heißt das? Genau, es gab vorher auch eins. Oh, jetzt schreibt hier wieder kein Stift. Genau, welches war das andere Zeichen, das erste Zeichen? Genau, ganz deutlich. Das ist ein direkter Bezug zur Offenbarung 12, Vers 1. Und ich glaube, ist das eher eine Parallele oder eher ein Kontrast? Kontrast, nicht wahr? Eine reine Frau und ein blutrünstiger Drache, das ist so der größtmögliche Kontrast. Also es sind zwei Gegenpole, die hier beschrieben werden, nicht wahr? Ein anderes Zeichen, das ist sozusagen das Gegengewicht jetzt hier in Vers 3. Okay, was wird noch beschrieben hier in Vers 3? Also wir haben einen Drachen, okay? Und der hat Eigenschaften, er ist nämlich groß und rot. Hat jemand noch eine genaue Beschreibung? Schlachter sagt, glaube ich, rot, oder? Feuerrot, genau. Es ist nämlich Feuerrot. Das ist ganz interessant, weil es nicht nur im Deutschen, sondern auch im Griechischen verschiedene Arten von Rot gibt. Was gibt es noch so für Arten von Rot? Blutrot, Weinrot, Schwarzrot gibt es wohl auch, ja? Ja, es gibt verschiedene Arten von Rot, nicht wahr? Es gibt bestimmt noch Hellrot. Und hier, das ist Feuerrot, okay? Es ist eine spezielle, kann man sich, glaube ich, was darunter vorstellen, so ein Feuerrotes. Und dieser Drache ist natürlich sehr merkwürdig, nämlich, warum? Sieben Köpfe oder Häupter und zehn Hörner und er hat sieben Kronen. Jetzt, und wo hat er die? Auf den Köpfen, also sieben Köpfe mit Kronen. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal jetzt ein bisschen genauer an. Übrigens, diese Kronen, ich glaube, wir haben es schon mehrmals behandelt. Es gibt ja zwei Arten von Kronen. Weißt du immer noch, wie die beiden Arten von Kronen heißen in der Offenbarung oder überhaupt in der Bibel? Genau, es gibt die Diadem und es gibt die Stephano. Nicht wahr? Stephano war nochmal was? Der Kranz, der Siegeskranz. Und Diadem ist die tatsächliche Königskrone. Ja, also hier geht es tatsächlich um Königskronen. Nicht um irgendwelche Siegeskränze oder sonst was, sondern Königskronen. Ganz bewusst und speziell so beschrieben. Königskronen. Das ist nicht ganz unwichtig für die Interpretation. Übrigens, wo kommt das Wort Drache im Neuen Testament zum ersten Mal vor? Hier, ganz genau. Das erste Mal im Neuen Testament das Wort Drache vorkommt. Kommt es nochmal später vor in Offenbarung? Ja, noch 11 Mal. Es kommt insgesamt 12 Mal vor. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber rein statistisch ist es ja zumindest interessant.
Natürlich wollen wir zuerst mal wissen, wer ist der Drache erstmal allgemein. Und da müssen wir nicht lange suchen. Kann mir jemand aus der Bibel erklären, wer der Drache primär ist? Genau. Vers 9 gibt uns erst einmal eine ganz eindeutige Interpretation. Und was kann man Schöneres finden, als wenn im gleichen Kapitel das Symbol erklärt wird, nicht wahr? Vers 9 sagt, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also wir haben hier zwei Zeichen auf Markus 12, zwei große Gegenpole. Einmal die Gemeinde Gottes und dann den Satan. Meistens, wenn wir über den großen Kampf reden, weil wir meistens dann auf Markus 12, Vers 7 anfangen, weil es ja chronologisch anfängt, ist unser Hauptschwerpunkt zwischen Christus und Satan. Ich meine, Christus und Satan. Und die Gemeinde hängt irgendwo dazwischen. Aber wenn wir Offenbarung 12 einfach mal von Beginn ansehen, dann sehen wir, dass der Kampf durchaus die beiden Gegenpole hier in diesem ersten Abschnitt sind natürlich die Gemeinde Gottes und der Satan. Die reine Gemeinde wohlgemerkt, nicht wahr? Wir wissen, dass der Satan durchaus auch seine Leute hat. Aber die reine Gemeinde ist der Gegenpol zu Satan und deswegen ist es wichtig, auch sein Wesen und seine Natur und alles, was mit ihm zusammenhängt, zu studieren. Frage, und das ist jetzt alles noch sehr fundamental, wir kommen gleich in den nächsten Minuten noch ein paar interessante Dinge zu sprechen. Wenn man an eine Frau, und die schwanger ist, und einen Drachen denkt, woran denkt man natürlich sofort? Okay, ein Drachen vielleicht nicht sofort, das stimmt. Aber der Drache ist ja eine Schlange, nicht wahr? Okay. Wenn man an eine Frau und eine Schlange denkt, woran denkt man dann? Genau, man denkt dann an die Verführung, Adam und Eva, und dann an 1. Mose 3,15, nicht wahr? Kann mir jemand mal vorlesen, was in 1. Mose 3,15 steht? Genau. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir in den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und ich glaube, wir haben das schon angedeutet, aber wir wollen es hier nochmal ganz deutlich sagen. Offenbarung 12 als ganzes Kapitel ist sozusagen eine detaillierte Auslegung und Beschreibung und Vertiefung von diesem einen Vers. Deswegen haben wir die gleichen Darsteller sozusagen. Die Frau, den Drachen, die Schlange und das Kind. Aber schauen wir uns ein bisschen weiter noch etwas an zum Drachen. Es gibt noch mehr Texte in der Bibel, die uns helfen können, etwas über den Drachen zu erfahren. Und zwar im Alten Testament. Schaut mal mit mir in Jesaja 27, Vers 1. Ein ganz interessanter Vers. In Jesaja 27, Vers 1 heißt es, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den wen heimsuchen? Leviathan. Wie heißt es weiter? Die flüchtige Schlange, ja den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Hat jemand eine andere Übersetzung außer Ungeheuer? Ja, manche übersetzen auch Drache. Das heißt, im Alten Testament gibt es so eine interessante Gleichung oder so eine Entsprechung. Schlange entspricht Drache, entspricht Ungeheuer. Das ist nicht immer ein und dasselbe. Es ist nicht jede Schlange wird Drache genannt und nicht jedes Ungeheuer ist eine Schlange. Aber die sind manchmal fast wie austauschbar, nicht wahr? Es gibt ganz enge Verbindungen zwischen den normalen Schlangen und dieser Vorstellung von einem Drache und dann auch mit diesem Meeresungeheuer, mit diesem Leviathan. Der wird ganz oft in dieser Verbindung gesehen. Und deswegen, das ist, glaube ich, der Hintergrund für diese Identifikation, die alte Schlange. Übrigens, Leviathan, wo kommt er noch vor? Hiob, nicht wahr? Hiob hat eine ganz interessante Geschichte. Was ist die große Frage in Hiob? Die große Frage des Buches. Woher kommt das, nicht wahr? Ist das wegen der Sünde von Hiob oder nicht? Was sagt die Bibel? Ist es wegen der Sünde von Hiob, dass die Hiobsbotschaften kommen? Nein.
Und ihr kennt alle die Geschichte, die ganzen Schwierigkeiten kommen. Und Hiob sitzt da im Staub mit den eiternden Wunden und versteht es nicht. Weiß nicht, woher es kommt. Und dann kommen seine Freunde, seine wohlmeinenden Freunde, sagen 7 Tage nichts, das war noch die beste Zeit. Dann, als sie den Mund aufmachen, sind sie weniger hilfreich. Und was sagen sie die ganze Zeit? Es ist deine Schuld, nicht wahr? Es ist deine Schuld, bekenne deine Sünden. Gott tut das niemals. Gott würde niemals zulassen, dass ein Sündloser oder jemand, der keine Sünde getan hat, irgendeinen Unheil widerfährt. Übrigens, weil die Juden das Buch Hiob nicht verstanden haben, haben sie Jesus gekreuzigt, nicht wahr? Hätten sie das Buch Hiob verstanden, hätten sie gewusst, dass jemand, der sündlos ist, trotzdem Unheil erlebt. Aber Jesaja sagt, wir hielten ihn für von Gott geschlagen und bestraft. Wie kann jemand, der so am Kreuz hängt und so von Römern geschlagen wird, wie kann der sündlos sein? Das muss ja aufgrund seiner eigenen Sünde passieren. Und dann, wie löst sich die Frage im Buch Hiob? Wie kommt Hiob, erkennt Hiob die Antwort, ja oder nein? Frage, wie erkennt er sie? Sagt Gott, hat jemand von euch die Stelle gefunden, wo Gott zu ihm kommt und sagt, du weißt du was, wir hatten hier eine Verabredung mit Satan und so und so ist es eigentlich gewesen und Hiob sagt, jetzt die Stelle gefunden? Ja? Ja? Genau, er konfrontiert ihn mit der Größe der Schöpfung und er zeigt ihm die ganzen Dinge, das Meer, den Himmel, die ganzen biologischen, er gibt eine richtige biologische Vorlesung, nicht wahr? Er sagt, schau dir, guck dir die Steinböcke an, guck dir den Adler an, ich höre das und jenes und solches. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch fragen würdet, Gott, warum lässt du diese Sache zu? Und Gott würde zu euch sprechen und sagen, schau dir doch mal an, wie die Sperlinge da ihre Kinder füttern und schau mal an, wie das Wildpferd da durch die Wüste rennt und schau dir mal an, wie eine zoologische Vorlesung, nicht wahr? Beantwortet das die Frage? Ganz ehrlich? Nee, beantwortet nicht die Frage. Und ich habe mich lange gefragt, meine Güte, was ist der Sinn dieser zoologischen Vorlesung? Ich meine, es ist natürlich weitaus mehr. Gott beschreibt seine Größe, seine Güte, aber das ist nicht, die Frage ist ja nicht, ist Gott groß oder nicht? Denn dass Gott groß ist, wusste Hiob vorher auch. Die Frage ist, wenn du so groß bist, warum lässt du das zu? Und wenn die Frage ist, wenn du so groß bist, warum lässt du das zu? Und dann Gott nur sagt, schau, ich bin so groß, es gibt Dinge, die du nicht verstehst. Dann ist die Frage noch nicht ganz beantwortet. Aber Hiob sagt ganz am Ende, jetzt erkenne ich, nicht wahr? Es muss irgendetwas geben in dieser Rede, was ihm zum Nachdenken bringt. Ja, das stimmt. Ich muss nur kurz wiederholen für das Internet. Also es ist eine Aufforderung zum Vertrauen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Schöpfung ist eine Aufforderung zum Vertrauen. Gott hat alles in deiner Hand. Gott lässt nichts unversorgt. Ja, das ist sehr wahr. Er sagt auch hier ganz klar im 42. Kapitel, in Vers 5, sagt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Ja. Also er hat Gott erlebt. Er hat ein Leben mit Gott gehabt. Ja, das ist auch sehr wichtig. Schaut mal, womit endet die Rede von Gott? Er geht durch alle, geht durch die ganze Tierwelt so förmlich durch und beschreibt so. Und er endet mit einer Beschreibung des Leviathan. Mhm. Also er beschreibt die ganzen Tiere, er beschreibt noch den Behemoth, nicht mal wieder so friedlich Gras da und so weiter. Und dann schaut man, was in Hiob 40 ab Vers 25, wir lesen nicht alles, nur ein paar ausgewählte Verse, okay? Hiob 40, Vers 25. Stellt Gott eine interessante Frage. Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Vers 26. Kannst du ein Binsenseil durch deine Nase ziehen und einen Haken durch deine Kinnbacken stoßen? Wird er dich lange anflehen und dir freundliche Worte sagen? Und dann geht es immer so weiter. Schaut mal Vers 32. Lege doch deine Hand einmal an ihn. Du wirst den Kampf nicht vergessen, wirst es noch einmal tun. Was ist die Grundidee in all diesen Worten? Was ist die Grundidee, die Gott ihm mitteilt? Was kannst du gegen meine Schöpfung ausrichten? Moment, ja, das ist schon interpretiert. Was ist die Grundidee in den Worten? Die Grundidee ist, schau den Leviathan an. Wenn du mit ihm kämpfst, wird es schwierig. Das ist die Idee, nicht wahr?
Du kannst den Leviathan nicht schnell besiegen. Du kannst nicht einfach an die, wenn etwas leicht zu fangen ist, wie ein Fisch, nicht wahr? Der Fisch ist nicht gefährlich. Ich nehme meine Angel, fange ihn, fertig aus. Aber beim Leviathan ist es nicht so. Ich kann ja meine Angel nehmen oder die Haken in die Nase tun und ihn ziehen. Es ist schwierig. Er sagt, kämpfe mit ihm, du wirst es nicht normal tun. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Und es geht das ganze Kapitel so weiter. Er beschreibt, wie er das alles macht, nicht wahr? Vers 2, niemand ist so tollkühn, dass er ihn reizen möchte, wer aber kann vor mir bestehen? Und so weiter und so fort. Vers 5, wer kann sein Gewand aufdecken und wer greift ihm in die Doppelreine seiner Zähne? Wer greift in den Mund, nicht wahr? Also, während Gott vorher mir beschreibt, wie schön die Schöpfung ist und wie alles funktioniert, beschreibt er hier quasi den Leviathan, dieses seltsame Geschöpf, von dem viele vermuten, dass es so eine Art Dinosaurier gewesen ist, was durchaus möglich ist. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber die Frage, die Gott stellt, das ist so unglaublich subtil zwischen den Zeilen. Schau dir mal den Leviathan an. Glaubst du, man kann den Leviathan schnell besiegen? Was die offensichtliche Antwort? Nein, kann man nicht. Man kann nicht einfach den Leviathan so schnell aus dem Gebüsch wegkicken oder aus dem Meer. Und dann sagt Gott am Ende etwas, schaut mal, er beschreibt ihn jetzt noch mit allen möglichen poetischen Beschreibungen und dann schaut mal, wie er ihn in Vers 25 und 26. Auf Erden ist nicht seinesgleichen, er ist geschaffen, um ohne Furcht zu sein. Er schaut alle Hohen furchtlos an. Er ist ein König über alle. Was steht bei euch? Stolzen Tiere, aber das Wort Tiere ist nur hinzugefügt, weil natürlich vor es um Tiere geht, aber wörtlich steht er nur über alle Stolzen. Oder die Söhne des Stolzen. Er ist ein König über alle was? Über alle Stolzen. Da gibt es ein Tier, das Gott nennt, er ist der König über alle Stolzen. Du kannst nicht einfach schnell mit ihm kämpfen. Du kannst ihn einfach schnell besiegen. Du kannst nicht einfach so mal hingehen und sagen, hey Leviathan, ich will nicht mehr, dass du das und das machst, halt verschwinde hier. Wie man vielleicht irgendwie ein Reh wegscheucht oder eine Katze irgendwie mit dem Fuß, so jetzt hau mal ab. Man kann gegen einen Leviathan nicht einfach so schnell siegen. Und als Hiob, das ist, Gott und Hiob kannten sich sehr gut, nicht wahr? Wir lesen das Buch und Hiob und verstehen es nicht mal, weil wir Gott gar nicht so gut kennen. Aber Gott kannte, wenn wir jemanden ganz gut kennen, wenn ihr einen guten Freund habt, dann könnt ihr auch etwas sagen, ohne es auszudrücken, oder? So zwischen den Zeilen. Man versteht sich. Und Gott zeigt ihm zwischen den Zeilen, schau mal her, ich bin in einem Kampf. Ich selbst, Gott, bin in einem Kampf mit dem Leviathan, mit dem Drachen. Und genauso wenig, wie du schnell den Leviathan besiegen kannst, so aus dem Ärmel geschüttelt, genauso wenig kann ich den Satan so aus dem Ärmel schüttelnd besiegen. Aus einem Grund. Warum kann Gott physisch den Satan sofort umbringen, ja oder nein? Ja. Aber das ist nicht der Kampf, nicht wahr? Der Kampf war noch niemals gewesen, dass Satan nicht genügend Munition gehabt hat, um den Satan zu besiegen. Sondern der Kampf war schon immer gewesen, es ging ja um eine Idee. Wir werden es ja noch später im Laufe des Kapitels sehen. Und eine Idee kann man nicht einfach über Nacht besiegen. Nämlich die Frage war ja, die Gott gestellt bekommen hat vom Satan, ist, dient dir der Hiob eigennützig oder uneigennützig? Das kann man nicht einfach schnell beantworten. Kann man nicht einfach ja oder nein. Das braucht Zeit, um es zu beweisen. Und Gott sagt, schau her, ich werde angefeindet, ich werde bekämpft. Und übrigens, wisst ihr, was Hiob heißt? Hiob heißt übersetzt angefeindet. Im Krieg stehend sozusagen. Hiob ist der Angefeindete, nämlich vom Feind. Und wenn ihr das ganze Buch durchliest, werdet ihr feststellen, dass Hiob gar nicht bisher mit dem Feind gerechnet hat. Er hat immer nur gefragt, wo ist Gott, 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 wo ist Gott. Nicht wahr? Wenn Gott so allmächtig ist. Und jetzt sagt Gott zwischen den Zeilen, schau dir mal den Leviathan an, der nur ein Abbild ist, nicht wahr? So ein Symbol. Das ist nicht so einfach, den einfach zu nehmen. Er ist der König über alle Stolzen. Wird der Leviathan am Ende besiegt? Aber ist es Gott leicht gefallen oder war es schwer? Es hat alles gekostet. Es hat das größte Opfer gekostet, um ihn völlig zu besiegen. Und finde ich so toll, wie Gott das macht. Und Hiob sagt, und Hiob versteht, er sagt, jetzt verstehe ich. Jetzt erkenne ich. Jetzt begreife ich, was da los ist. Zwischen den Zeilen, nicht wahr? Die Freunde haben es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Nicht? Die haben immer noch gedacht, irgendwie. Aber Gott hat so zwischen den Zeilen mit ihm gesprochen, schau her, da gibt es einen Kampf. Und der dauert, der erfordert selbst von mir, dass ich geduldig bin und dass ich Zeit brauche. Okay. Noch einige Dinge zum Drachen. Schauen wir nochmal zurück in Offenbarung 12, Vers 17.
Da heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau. Ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Kennen wir alles, kommt später. Aber der entscheidende Punkt ist, er ist zornig. Er führt Krieg gegen die Frau. Ja? Das heißt, hier in Offenbarung 12 wird uns beschrieben, wie und warum und wann und wie lange und überhaupt der Satan Krieg gegen Gottes Gemeinde führt. Das ist eines der Hauptschwerpunkte dieses Kapitels. Und wir werden noch ausführlicher darüber sprechen in den nächsten Folgen, wenn wir die anderen Verse anschauen, aber das schon mal zum Identifizieren des Drachen. Aber dann schaut man mit mir in Offenbarung 13, Vers 2. Da lernen wir etwas über den Drachen, was uns noch zu einer zweiten Ebene bringt. In Offenbarung 13, Vers 2. Lesen wir mal Offenbarung 13, Vers 2, da heißt es, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie die ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Vollmacht und seinen Thron und große Vollmacht. Seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Was lernen wir über den Drachen? Er hat Kraft. Was hat er noch? Einen Thron und Vollmacht. Und an wen gibt er die? Dem Tier. Und wofür stehen Tiere in der biblischen Prophetie? Ohne dass wir jetzt mit Offenbarung 13 anfangen. Aber wofür stehen Tiere allgemein? Für politische Mächte. Das heißt, hier geht es nicht um die metaphysische Kraft des Satan oder was auch immer. Hier geht es um politische Kraft, um politische Macht, um einen politischen Thron. Können wir das sehen? Der Drache selbst hat politische Kraft, einen politischen Thron und politische Vollmacht. Das heißt, obwohl die primäre Interpretation Satan natürlich ist, muss es also auch eine weltliche, irdische, politische Interpretation geben, wodurch der Satan gewirkt hat. Allein aus diesem Vers heraus. Weil der Drache nämlich tatsächlich Kraft, Thron und Vollmacht an ein anderes Weltreich übergeben kann. Der Satan wirkt ja sowieso die ganze Zeit in der Bibel immer durch Menschen oder durch Systeme. Und es gibt ein paar interessante Stellen, die das auch belegen. Schaut mal zum Beispiel vor andere Stellen, wo der in Jesaja 51 zum Beispiel, das sind jetzt nicht so bekannte Stellen, aber die zeigen, dass das auch in anderen Bibelstellen so das gleiche Konzept vorhanden ist. In Jesaja 51, Vers 9. Jesaja 51, Vers 9, dort heißt es, wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit, bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat. Jetzt, Rahab war ein altertümlicher Name für Ägypten. Das heißt, hier ist eine Bezug genommen auf den Auszug Israels aus Ägypten, als Gott Ägypten zerschmettert hat, nicht wahr? Als er Rahab zerschmettert hat, als er den Drachen durchbohrt hat. Das heißt, der Drache Satan war politisch gesehen zur Zeit Israels in Ägypten, es war das Ägypten gewesen, nicht wahr? Da hat der Drache seine Macht gehabt. Da war Satan hat damals durch Ägypten versucht, das Volk Israel zu knechten und auszulöschen am besten. Und deswegen wird hier das Volk Ägypten oder das Land Ägypten symbolisch mit einem Drachen verglichen. Das ist also etwas, was sozusagen von einem Volk auf das nächste übertragen werden kann, je nachdem, wie Satan sie gebraucht. Noch ein Beispiel in Hesekiel 29, Vers 3. Und da wird es noch deutlicher, was hier jetzt gerade nur angedeutet war, steht jetzt hier explizit drin, dass wir, also seht, dass wir uns das nicht ausdenken. Und zwar, in Vers 3 heißt es, rede und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes was? Seeungeheuer, das mitten in deinen Strömen liegt und spricht, mein Strom gehört mir, ich habe ihn mir gemacht. Hat jemand eine andere Übersetzung als Seeungeheuer? Abschied bei euch allen Seeungeheuer? Ja. Das heißt, wieder diese gleiche Idee von einem Seeungeheuer, von einem Leviathan, von einem Drachen im Meer. Die Drachen in der Bibel sind eigentlich meistens Seeungeheuer. Übrigens, das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich erst in China erfahren, auch der chinesische Drache ist eigentlich ein Meerdrache.
Ich dachte immer, der chinesische Drache ist so ein Landdrache, nicht wahr, wie wir sie kennen. Aber da haben die Chinesen gesagt, nein, der chinesische Drache hat niemals Flügel. Der chinesische Drache kommt auch aus dem Meer. Das heißt, die Chinesen haben auch diese Vorstellung von einem Drachen im Meer, ohne Flügel. Aber sie waren natürlich ganz schnell zu sagen, ja, der chinesische Drache hat natürlich nichts mit der Prophetie zu tun. Ich sage, naja, mal sehen, keine Ahnung. Natürlich steht das nicht für China. Aber ich denke schon, dass der Satan immer wieder dieselben Symbole benutzt, natürlich auch in den heidnischen Religionen. Genau, also wir können sehen, dass der Drache schon im Alten Testament für Weltmächte benutzt wurde, um die Völker zu beschreiben, die das Volk Gottes bedrücken. Können wir das sehen? Zum Beispiel Ägypten. Die Frage ist jetzt im Kontext von Offenbarung 12, welche Weltmacht bedrückt das Volk Gottes? Wir haben in Offenbarung 12, Vers 1 die Frau, nicht wahr? Wir wissen, die Frau ist erstmal allgemein Israel. Aber dann in Vers 2 wird das Ganze zeitlich etwas eingegrenzt. Was war der Zustand der Frau in Offenbarung 12, Vers 2? Sie war schwanger und sie war schon was? Wehen. Das heißt, sie war kurz vor der Geburt, nicht wahr? Wen wird sie gebären? Das Kind, und das Kind ist? Jesus. Das heißt, zeitlich, vom zeitlichen Aspekt können wir feststellen, die Frau befindet sich in der Geschichte kurz vor der Geburt Jesu. Also die Gemeinde in den Jahren, Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, aber kurz vor der Geburt Jesu, ja? Nicht 2000 Jahre vor der Geburt Jesu, nicht 100 Jahre danach, sondern kurz vorher. So wie die Wehen kurz vor der Geburt sind. Das ist jetzt sozusagen der Zeitpunkt für Offenbarung 12, 2. Und zu diesem Zeitpunkt sieht plötzlich Johannes jetzt diesen Drachen, der natürlich Satan darstellt, aber der eine Weltmacht benutzt. Und die Frage ist jetzt ganz einfach, und da haben wir das mal wirklich biblisch bewiesen. Welche Weltmacht hat das Volk Israel unterdrückt, kurz vor der Geburt Jesu? Rom. Und das ist es, da sehen wir also, dass es tatsächlich biblisch herzuleiten ist, dass das Römische Reich sozusagen das irdische Bodenpersonal für den Satan gewesen ist, ja? Und jetzt kommen wir natürlich zu den sieben Körpern. Ach übrigens, nur vielleicht das noch dazu. Was ist das Staatswappen Roms? Was ist das Staatswappen Roms? Ein Bär? Nein? Das eigentliche Staatswappen ist ein anderes. Das eigentliche Staatswappen ist der Adler. Die Legionen haben immer den Adler vor sich hergetragen, nicht wahr? Der römische Adler. Und wenn der verloren gewesen ist, dann war das noch schlimmer, als wenn eine ganze Armee verloren gegangen ist, nicht wahr? Als die Germanen, glaube ich, im Teutoburger Wald, haben die so einen Adler mal erobert. Das war die größte Katastrophe, der Adler. Aber interessanterweise, ungefähr um 100 nach Christus, also ungefähr zur Zeit der Entstehung der Offenbarung, ist der Drache als zweites militärisches Wappensymbol eingeführt worden. Und zwar, ratet mal, welche Farbe dieser Drachen gehabt hat. Rot. Rot, ganz genau. Rot und Purpur. Das waren die. Und es war so, dass jede Armee hatte einen Adler. Und dann gibt es immer so Untereinheiten, nicht wahr? So verschiedene Divisionen oder was auch immer. Und jede einzelne hatte so einen Drachen. Das heißt, jede Armee hatte quasi einen Adler, aber vielleicht 10 oder 20 Drachen. Sodass mit der Zeit irgendwann der Drache den Adler überholt hat. Und man die Römer mehr an ihren Drachen erkannt hat, als an ihren ursprünglichen Adlern. Das ist ganz interessant, dass sozusagen auch von der Warte, so ähnlich wie mit Babylon, mit dem geflügelten Löwen, nicht wahr? Das ist nicht der biblische Beweis, aber es kommt mit hinzu, ja? Der Drache. Und übrigens, Drachen sind ja in der Antike auch ganz oft beschrieben worden. Ja, ihr wisst ja. Und so der mehrköpfige Drache, die Hydra und so weiter, kommt ja ständig vor. Das heißt, das ist etwas, was den Leuten sehr bekannt war. Jetzt kommen wir zu den sieben Köpfen. Frage. Was sind diese sieben Köpfe und woher wissen wir das? Wo müssen wir nachschauen, um diese sieben Köpfe zu... Also Daniel hat auch Köpfe an Tieren, ja, das stimmt. Gibt es irgendeine Stelle, die sagt, die sieben Köpfe sind? Mhm, gut, haben wir das schon mal geklärt. Fangen wir so. Kommt dieser Drache oder dieses Wesen Drache mit diesen sieben Köpfen und 10 Hörnern, kommt der nochmal vor in der Offenbarung? Wo? Er kommt danach nochmal vor, nämlich in ganz ähnlicher Gestalt als das erste Tier aus Offenbarung 13. Das hat nämlich auch sieben Köpfe und 10 Hörner.
Das heißt dann nicht mehr Drache, es ist auch ein Tier. Es hat eine leichte Transformation durch. Es hat dann nicht mehr, das werden wir alles noch behandeln, nicht mehr 7 Kronen, sondern 10 Kronen. Es ist sozusagen, das Römische Reich hat eine Transformation durchgemacht. Das ist jetzt eine neue Macht. Nicht wahr? Da kommen wir später zu. Und dann kommt es nochmal vor, und zwar in Offenbarung 17. Da kommt auch dieses Tier, wo die Hure drauf sitzt. Hat wie viele Hörner? 7 Kronen. Genau, wieder 7 Köpfe und wieder 10 Hörner. Diesmal gar keine Kronen. Das heißt, es gibt immer so eine leichte Transformation. Offenbarung 12 der Drache, Offenbarung 13 das erste Tier, Offenbarung 17 das Tier. Und wir werden auch alles das ausführlich studieren. Aber das heißt, diese Macht macht so ein paar Transformationen durch, die immer noch, es bleibt erkennbar als so eine durchgehende Linie. Und innerhalb dieser 3 Kapitel gibt es eine Erklärung für die 7 Köpfe. Schaut mal mit den Offenbarungen, oder wolltest du es sagen? Genau, Offenbarung 17, Vers 9. Und bevor wir die Erklärung bekommen, bekommen wir erst einen Ratschlag. Schaut mal, was in Vers 9. Das liebe ich an der Offenbarung, das ist ganz toll. Das steht, das ist genauso wie bei der Zahl 666. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind was? 7 Berge, auf denen die Hure oder die Frau sitzt. Übrigens, das ist ganz interessant. Was bedeutet eigentlich Weisheit in der Bibel? Jesus, die Erkenntnis von Jesus. Es geht nicht darum, dass man besonders klug sein muss. Denn die klügsten Männer haben manchmal hier ganz schön großen Unfug verzapft. Aber wenn ich eine Beziehung zu Jesus habe, wenn ich Jesus gut kenne, dann wird es mir auch nicht schwerfallen, den Antichristen zu identifizieren, nicht wahr? Nur wenn ich Jesus wirklich kenne, kann ich die Bibel, auch die Prophetie gut auslegen. Das ist sehr wichtig, dass wir uns nicht nur an Fakten hier verlieren. Deswegen sagt er, um das zu verstehen, brauchen wir Weisheit, Verstand. Nicht wahr? Die Verständigen werden leuchten wie die Himmelsfeste. Auf Daniel 12, Vers 3. 7 Köpfe sind 7 Berge. Okay. Frage. Nur mal so, für prophetische methodische Prophetieauslegung. Sind diese Berge symbolisch oder buchstäblich? Warum müssen sie buchstäblich sein? Genau. Es kommt eine Erklärung von einem Symbol, ist nicht wieder symbolisch, nicht wahr? Ja? Das ist ganz wichtig für so gesunde Prophetieauslegung. Also es sind 7 buchstäbliche Berge und ich glaube, wir müssen nicht lange debattieren. Gibt es da eine Stadt in der Welt, wo 7 Berge... Oh, 7 Berge. Frage, gibt es noch andere Städte, wo 7 Berge vorhanden sind? Ja, es gibt schon. Zum Beispiel Rio de Janeiro. Und rein moralisch gesehen könnte man ja fast denken, das ist auch nicht so ein großer Unterschied, nicht wahr? Aber die restlichen Prophezeiungen über diese Macht passen nicht zu Rio de Janeiro. Aber nur, dass ihr das wisst, nicht, dass wir sagen, nur weil es die 7 Berge sind, deswegen muss es Rom sein, es gibt schon noch andere, aber das ist nur ein Teil der Prophetie, nicht wahr? Also wir haben Rom, genau, als die Stadt der, Babylon selbst hat keine 7 Berge. Nein, aber sonst genau. 7 Berge Rom, aber dann heißt es, dass diese 7 Köpfe noch eine zweite Bedeutung haben. Schaut mal, was diese zweite Bedeutung ist. Da heißt es nämlich, und es sind was? 7 Könige, 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Ohne, dass wir heute hier an dieser Stelle jetzt diese 7 Könige auslegen, das kommt ja alles noch. Aber was können wir daraus schlussfolgern? Auf jeden Fall. Es sind 7. Und was für Art? Was? 7 Reiche. Oder 7 Königreiche, ja. Ihr wisst ja, Königreiche ist das Gleiche. Und was charakterisiert diese 7 Königreiche? Ja, das stimmt, das ist alles wahr. Genau, wir wissen aber noch nicht, wann jetzt ist und so weiter. Eins können wir auf jeden Fall sagen, sie kommen nacheinander. Ich weiß nicht, alle gleichzeitig da. Könnt ihr das sehen? 5 sind gefallen, 1 ist jetzt, 1 kommt später. Irgendwo ist man gerade jetzt in der Mitte, nicht wahr? Aber auf jeden Fall sind sie nacheinander. Aufeinander folgende Reiche. Das heißt, es sind nicht 7 Teilaspekte von Rom oder so, die gleichzeitig nebeneinander regieren oder 7 Nationen, die Rom unterstützen oder so, sondern es sind 7 aufeinander folgende Reiche in der Weltgeschichte. Das heißt, nicht jedes dieser Reiche ist unbedingt Rom. Versteht ihr das? Das werden wir dann noch sehen. Das ist, wie gesagt, die zweite Bedeutung, die sozusagen ein bisschen im Hintergrund schwingt, aber die ganz wichtig ist. Die primäre, die erstmal uns den Drachen identifizieren lässt, sind die 7 Berge, Rom. Aber es sind noch
7 aufeinanderfolgende Reiche. Dazu kommen wir dann später noch, wenn wir das genauer anschauen werden. Genau. Vielleicht noch ganz kurz dazu, bevor wir dann Schluss machen. Warum Feuerrot? Das ist der letzte Punkt für heute, okay? Dann machen wir heute pünktlich Schluss. Warum Feuerrot? Brennt, genau, ja. Feuer, nicht, ja? Kommt das Wort Feuerrot in der Bibel nochmal vor? Wenn ich schon so frage, nicht, ja? Kommt es schon vor. Und das Schöne ist, und solche Worte liebe ich, wenn es nur noch einmal in der Bibel vorkommt. Das kommt noch einmal vor. Fast. Es kommt in der Offenbarung nochmal vor. Und zwar in Offenbarung 6. Schaut mal in Offenbarung 6. Und zwar im zweiten Siegel. Offenbarung 6, Vers 3 und 4. Ihr wisst ja, die sieben Siegel sind auch sieben Epochen, sieben Abschnitte der Kirchengeschichte, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Offenbarung 6, Vers 3 und 4. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war Feuerrot. Wir sagen, was ist das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd. Aber das zweite Pferd war eigentlich Feuerrot. Nicht nur rot, es war Feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Was war das Charakteristikum von diesem feuerroten Pferd? Nach diesem Vers? Genau, was ist, wenn da kein Frieden mehr ist? Was habe ich dann? Krieg, ja, so wie die Zeit von Napoleon. Immer nur Krieg, Krieg, Krieg. Ja. Feuerrot steht also für Krieg, für Unterdrückung, für Hinschlachten, Morden, nicht wahr? Und das war also ein Kennzeichen des Drachens. Was macht der Drache? Er führt Krieg, nicht wahr? Er führt Krieg gegen Christus, er führt Krieg gegen die Gemeinde. Und was sagt Jesus über den Drachen, über den Satan? Er war ein, von Anfang an? Ein Menschenmörder von Anfang an, nicht wahr? Das ist sein Wesen, das ist erstmal sein Wesen, er ist ein Menschenmörder, er nimmt den Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens, nicht wahr? Sagt die Bibel ganz deutlich. Aber er hier führt Krieg, er ist gegen, und er bringt um, er ist ein Menschenmörder von 1. Mose 3, Vers 5 an, wo er sagt, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, oder Vers 4 ist es, das war ja der erste Intention, ich will sie umbringen. Und dann, auch durch die ganze Zeit hindurch, ist ein Menschenmörder, sei es durch Ägypten, wo er versucht hat, all die Erstgeborenen der Israeliten umzubringen, nicht wahr? Wo er Krieg geführt hat gegen Volk Gottes und auch beim Römischen Reich, wo er umbringt, nicht wahr? Wo er das Volk unterdrückt durch das Römische Reich. Und das ist sein Wesen. Und wir werden ja gleich sehen, dass er dann auf ein Kind das besonders abgesehen hat. Genau, und dazu kommen wir dann in den nächsten beiden Wochen. Und das ist die Bedeutung von Feuerrot. Das Unterdrücken, das Morden, das Zertrampeln, wie es in Daniel 7 ist es, und Daniel 2 ist es dieses Eisen, das alles zertrammelt, nicht wahr? Und zertritt, das schreckliche Tier. Die Verfolgung, Feuerrot, das ist die Bedeutung. Okay? Gut, haben wir heute einiges gelernt. Nächste Woche geht es weiter, dann mit diesem Aufeinandertreffen dieser beiden großen gegen Polen, Offenbarung 12. Und darauf freuen wir uns schon. Und für heute wollen wir vielleicht das lernen, dass wenn wir die Prophetie richtig auslegen wollen, brauchen wir was? Was haben wir gelernt? Weisheit. Und Weisheit bedeutet was? Jesus kennen. Nur wenn wir Jesus kennen, können wir diese Dinge gut verstehen und richtig einordnen und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Ansonsten verlieren wir uns so ein bisschen in Spekulation oder in reinen Daten und Fakten. Und wenn wir Jesus gut kennen, dann werden wir verstehen, was der Satan vorhat und wie er die Weltmächte benutzt für einen Zweck, nämlich um das Volk Gottes zu unterdrücken und möglichst auszulöschen. Und deswegen brauchen wir Jesus, damit wir keine Angst haben, nicht wahr? Wenn wir Jesus haben, können wir ganz getrost in die Zukunft blicken. Und das ist schön so. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dieses Studium machen konnten, dass wir einiges lernen konnten aus der Offenbarung. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns Weisheit schenkst, so wie es
dort in der Offenbarung steht, dass wir Verstand haben, so wie du ihn gibst. Dass wir dein Wort erkennen und begreifen, wie du uns Stück für Stück führen möchtest. Hilf uns, es auch weiterzugeben, so wie du es verheißen hast. Und führe uns bald wieder gesund zusammen, wenn wir jetzt auch nach Hause gehen. Sei du auf dem Weg bei uns und führe uns den Rest der Woche. Amen.